M5 Competition. Der Name verspricht Wettkampf. Wie wettbewerbsfähig die Powerlimousine von BMW wirklich ist, zeigt sich auf dem Asphalt in Mendig. Aggressiv die Reifen qualmen lassen kann der Bayer schon mal, trotz Allradantrieb. Was hat der Allrad? Wo hat er das denn? Immerhin wirbelt der BMW Staub auf wie ein Offroad-Allradler. Eine Fahrmaschine in gewohnter M5-Manier. 625 PS und 750 Newtonmeter haben freien Lauf. Als damals, als es hieß, der M5 kriegt einen X-Drive, ja, da wollte ich die Automotor und Sport schon wieder zuklappen. Da habe ich mir gedacht, nein, kein X-Drive, das ist ein M5, das ist ein hier, ja. Und dann aber mit Driftmode, abschaltbar. Ich denke, oh, das könnte was werden. Ja? Und weißt du was, das ist rattenscharf. Das ist einfach ein Traum. Ein Gegner könnte den Traum zerstören. AMG. E63. Bums. Also näher können Autos nicht aneinander liegen. Zielkundschaft, ja. Charakteristik, gleich. Dann Abstimmung Getriebe bzw. intelligenter Allradantrieb. Auch dieses Auto hat einen Driftmode, kann also mit Hinterradantrieb fahren. Ey, also besser geht es nicht. Astlab. Sein Gegner ist die Zeit. Der M5 krempelt das Jackett hoch und schießt in 3,5 Sekunden auf Tempo 100. Seine Achtgang-Automatik haut die Gänge blitzschnell durch. Mit 90 km/h geht es durch den Scheitelpunkt von Kurve 2. Hier ist der BMW einen Schritt zügiger unterwegs als ein anzugtragender schwäbischer Widersacher. Egal ob M5 oder E63, beide Allradlimousinen verteilen ihre Kraft je nach Bedarf zwischen Vorder- und Hinterachse. So kann sich keiner einen nennenswerten Vorsprung im engen Kurvengeschlängel erfahren. Auf der Gegengerade dreht der Münchner V8 munter in Richtung 7000 Touren. Bei knapp 200 km/h Vollbremsung für Kurve 7. BMW und Mercedes-AMG liegen hier nur 0,03 km/h auseinander. Es zeichnet sich ab, das wird eng. In der langen Rechts zählt jedes Fitzelchen Geschwindigkeit. Die Paradedisziplin des M5 steht an. Stramm nach vorn marschieren. Mehr als 240 km/h vor dem letzten Bremspunkt sind sehr sportlich für einen Businessman. Nun heißt es, rennen, als ob die Börse in der nächsten Sekunde schließt. Der BMW und der Mercedes-AMG liegen Kopf an Kopf. Das ist jetzt kein Trackday-Auto, nein. Da müssen wir uns von dem Gedanken verabschieden. Das ist Fahrphysik, das geht so nicht. Kann man mal machen, aber so ein Auto leidet dann schon ganz schön. Ich meine, wir haben dieses Gewicht und wenn du da jetzt mehrere Runden fährst und nur Bremsen, Beschleunigen, dann kommt da das Material natürlich an seine Grenzen. Das ist ein Auto für den täglichen Verkehr, für den täglichen Bedarf. Du spürst relativ gut den Grenzbereich. Du merkst sehr genau, was er kann und was der Reifen dann irgendwann im Final nicht mehr kann. Und das war so alles sehr vorhersehbar. Wenn einer sagt, ich bin ein Mercedes-Fan, dann soll er sich den Mercedes kaufen. Wenn einer sagt, ich stehe eher auf BMW, dann soll er sich den BMW kaufen. Bei beiden eine ähnliche Hürde, der Kostenfaktor. Für den Mercedes-AMG E63S sind mindestens 123.000 Euro nötig. Den BMW M5 Competition gibt es ab 129.000 Euro. Viel Power kostet viel. Das verbindet die Powerlimousinen mit den meisten Sportwagen.